R-E-W-I-N-S-I-D-E. Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer Folge von Craft Attack. Meine lieben Freunde, was geht? Ich habe das falsche Texture-Pack da drin. Ich sehe das gerade, Leute. Kleinen Moment. Ja gut, das könnte daran liegen, dass wir gestern noch im Stream TTT gespielt haben mit dem Herrn Unge. Warte mal, was ist denn hier mein Diamantschwert? Das ist mein Diamantschwert hier. Okay, das ist auf jeden Fall... Nein, willst du mich... Wie kann das passiert sein? Ich war 10.000 Kilometer weg, du Stück Scheiße. Naja, Leute. Ja, ihr seht, Leute, ich habe auf jeden Fall so ein richtig geiles CSGO-Knife gerade. Und hier so eine AWP und eine XM, hau mich tot, wie sie heißt. Und eine SSG. Aber ich glaube, wir ändern das mal ganz kurz, meine Freunde. Du dich mal ganz kurz rausnehmen, dann ist alles wieder richtig. Dann können wir wieder normal weiterreden. So, Leute, so sieht das normalerweise aus. Ihr kennt das ja. Freunde, was ist gestern Abend im Livestream passiert? Ey, ich kann es nicht in Worte fassen, meine Freunde. Ich habe gleich 5 Minuten geballte Actions für euch zusammengeschnitten aus dem Livestream. Ich glaube, grundlegend erklärt eigentlich nur ein Begriff alles, und zwar wurden wir angegriffen. Wir wurden angegriffen, wir wurden belagert von Patrits Armee und es war einfach, ey, es hat so Spaß gemacht. Wir hatten gestern Abend 45.000 Zuschauer unter der Woche einfach. Ich war gestern Abend weltgrößter Streamer, meine Freunde. Ey, ich bin euch so hart dankbar, Mann. Ich bin euch so übertrieben dankbar, meine Freunde. Wirklich, von ganzem Herzen, fettestes Shoutout an die beste Community auf der ganzen Welt. Das seid nämlich ihr. So, jetzt habe ich genug geschleimt. Jetzt könnt ihr noch Daumen hoch da lassen. Und ich würde sagen, meine Freunde, ich zeige euch jetzt einfach mal, was gestern Abend im Zusammenschnitt passiert ist. Okay, es geht los. Jeden Moment, werden sie kommen. Oh Mann. Holy Jesus. Warte mal. Down ist ein Fackel platziert worden. Down, dann Baum. Verdammt. Scheiße, die sollen mich trinken lassen. Trinkpause. Da unten. Da ist jemand. Da ist Patrit. Fuck, da ist Patrit. Schieß drauf. Schieß drauf. Feuer die TNT-Kanone. Oh Gott, ja, schieß. Oh Gott. Das TNT, nein, das war zu früh, es war zu früh! Nein! Nein! Ihr Idioten, nachladen! Okay, nachladen! Ihr müsst warten, bis ich sage jetzt! Okay! Weg da! Das TNT zu treffen! Okay, Feuer! Warte mal! Oh! Sehr gut! Da ist eins direkt vom Tor explodiert, weil die es getroffen haben! Egal, das ist nicht schlimm! Die Mauer ist ein bisschen beschädigt, Schieß drauf! Schieß drauf! Weiterschießen mit den TNT-Kanonen! Basti, schieß! Feuer! Feuer! Oh Mann! Verdammt, ich treff nicht! Verdammt. Nachladen! Wir brauchen neue Munition! Ah! Sie kommen halt wirklich, Mann! TNT. Ich hab einen getroffen, einen da unten ist getroffen. Die haben sich Höhlen gebaut! Alter! Nein, was machen wir jetzt? Ja, egal, weiter! Wir müssen weiter drauf! Hang runter. Weiter draufhalten. Warte, ich geh auf den Berg nach oben. Schieß weiter drauf. Ey, pass auf, dass die keine Enderperlen oder sowas haben, ne? Ja. Schieß. Ich hab Kevin getroffen. Hab wieder getroffen. Ich treffe auch gerade richtig gut. Okay, immer die Position wechseln, dann können sie ja nicht treffen. Die sind zu viert. Wir haben es deutlich besser hier oben. Auf jeden Fall noch nicht öffnen. Wenn er direkt davor steht. Noch nicht. Er steht noch nicht vorm Tor. Oh mein Gott. Scheiße, Alter. Ich hab mich schon richtig aufgetroffen. Gamer Sam, es müsste voll down sein. Ja, scheiße. Ey, wir haben kein TNT da oder so, ne? Ja, esst eure Goldäpfel gleich, wenn sie da sind. Wenn sie reinkommen, esst eure Goldäpfel. Das Tor noch nicht öffnen. Enderperle, Zinos ist hier! Wo? Ist der oben? Oh nein, er ist oben! Okay, warte, ich komme. Wo ist Zinos? Wo ist der? Da! Haut drauf! Oh nein! Wo ist der? Hinter uns! Haut drauf! Verdammt. Alter! Er verschwindet! Er geht wieder runter! Okay! Er ist low! Schieß drauf! Da unten ist Patrit! Hab Patrit getroffen! Kevin ist vor der Tür! Warte! Sag mir, wenn Kevin vor der Tür steht! Ich guck! Ja, Kevin ist reingefallen! Kevin ist runtergefallen! Ja! Kevin ist gestorben! Ich töte Balui! Oh nein, Balui! Balui ist auch runtergefallen! Balui ist down! Ja. Balui ist down! Jetzt kommt raus! Die Türen öffnen! Ah, ich falle auch runter! Nein, ich sterbe! Oh. Nein! Öffne für die Hunde! Ich öffne! Ist auf! Sind die noch da? Ja, alle da! Okay. Sind die anderen auch noch da? Die Angreifer? Da ist Kevin! Nee, das ist halt. Los! Oh Mann! Okay, let's go! Los, Hunde! Angriff! Die Hunde ficken sie!
Sie verschwinden. Oh, nice. Sie verschwinden. Zurück. Okay. Sinus und Patrick. Alter. Wir haben gewonnen. Ja! Ja! Oh, Mann. Alter. Oh, mein Gott. Junge. Alter, war das knapp. Ja! Oh, Mann. Ja, Mann. Geil. Junge, Mann. Die hatten Baby. Ja? 40.000 Zuschauer. Alter. Die hatten keine Chance. Ihr habt es gerade gesehen, meine Freunde. Komplette Eskalation. Eine richtig geile Schlacht, die wir da hingelegt haben, meine Freunde. Und wir haben gestern noch ein bisschen weiter an der Burg gebaut. Das wollte ich euch einfach mal zeigen. Die Schlacht haben wir gewonnen. Ich bin nun der König des Nordens. Ich zeige euch hier nochmal ganz kurz einen Ausschnitt. Patrick. Oh, cool. Du hast wohl gedacht, dass du jetzt mit dieser einen kleinen Schlacht König werden könntest. Ja, das war Aufwärmphaser. König. Wow. König bin ich schon halb sowieso. Brauchst du da gar nicht einmischen mit deiner Rebellion. Ja, ich bin dafür auch, dass wir Petrit einfach zum König wählen. Ja. Ich finde, der hat einfach die Treue bewiesen und das Interesse für die Stadt. Nö, bin ich. Ich habe alles getan. Ich habe Leben gehabt. Nichts Schlechtes. Ich habe gerade mein Leben geopfert. Und ich habe Kevin, stopp. Ich habe bei meinem Ableben die Stimme des heiligen Gott Gemba gehört, die er zu mir geflüstert hat. Wähle Petrit. Das hat er gesagt. Und zwar waren seine Worte ganz genauso. Als ob, Kevin, was bist du für ein Verräter? Patrick wird. Wir sind kein Verräter. Ich habe die Stadt verlassen, weil ich der Terrorherrscher von Patrick keine Chance geben wollte. Ja, merkt ihr nicht, merkt ihr deine Fehler nicht einzugestehen? Merkt ihr nicht gerade, was Patrick mit euch allen macht? Ganz ehrlich, schaut mal. Ja, er versucht die Stadt in Frieden zu bringen. Hey, wir haben ihn jetzt selbst gewählt. Ja. Hey, Patrick ist nicht kein König, nein. Patrick wird der König dieser Stadt, doch. Patrick ist jetzt König. Du bist König, Ende. Ein Scheiß, Patrick. Warum ist Patrick jetzt König? Nein. Du brauchst vor allen Dingen das heilige Königszepter, Patrick. Das findet sich in Revi seinem Haus, das hole ich dir jetzt. Nein, Kevin. Du kriegst jetzt das Regierungszepter. Kevin. Ohne Nein. Witz, geh du nicht so. Du hast die Stadt hinter dir gelassen, Revi. Kevin, ich schwöre dir. Revi, hör mir mal zu. Was? Ich finde das auch nicht okay. Okay. Du brauchst dir doch gar keine Sorgen. Dann haben wir zwei Könige, würde ich sagen. Mich und Patrick. Hä? Wieso zwei Könige? Was? Tja, dann bin ich jetzt der König von der Rebellion, Patrick. Dann schlagen wir nun. Das gibt aber keinen. Patrick. Okay, Basti, Balui. Noah, wählt ihr mich zum König? Ja. Ja. Du bist doch. Ja, natürlich. Patrick. Ich kann nicht Nein sagen, Digga. Revi, mach dir doch mal keine Sorgen. Ja? Du herrschst hier über das ganze Volk. Die hocken eh alle bei uns. Das stimmt. Ach, Revi, du herrschst nur über den Norden. Wir sind ich bin der König des Nordens, Alter. Der König der richtigen Blutlinie. Der König. Dann weißt du, was dich erwartet. Du wirst nämlich geköpft werden. Auf jeden Fall. Ihr habt's gesehen, meine Freunde. Ich bin nun der wirklich gewählte König des Nordens. Ich bin jetzt derjenige, der den Norden regiert. Patrick regiert damit die Hauptstadt. Patrick wurde gestern einfach zum König gewählt, meine Freunde. Das müssen wir auf jeden Fall rückgängig machen, beziehungsweise schnellstmöglich unterbinden, dass das so weitergeht. Ihr seht doch hier gerade, meine Freunde, dass ich diesen Turm hier mal fertig gebaut habe. Da fehlt nur noch ein bisschen Glas. Vielleicht kommt da oben noch eine Etage drauf, weil ich es einfach so geil finde, den immer höher zu bauen. Ja, was soll ich sagen, Leute? Die TNT-Kanonen haben gestern wahnsinnig gut funktioniert. Die Falle, ihr habt es ja gesehen, Leute, die Falle war der Killer-Shit. Die hat wirklich Kevin komplett zerstört und Balui dann auch nochmal gefangen genommen. Richtig, richtig geil. Und Leute, ihr habt es wahrscheinlich eben gesehen in dem Ausschnitt. Ich hatte hier noch ein kleines anderes Ding vorbereitet, und zwar das hier. Wenn ich jetzt den Hebel da unten ziehe, meine Freunde, geht hier vorne eine kleine Tür auf. Und in dieser Tür drinne stecken ganz, ganz viele bisswütige Hunde, die hier gerade schon angehopst kommen. Ihr seht das, meine Freunde. Und die werde ich jetzt immer, immer weiter vermehren. So, das heißt, wenn ihr das nächste Mal angreifen, dass so locker so 100 Hunde auf die losgehen, meine Freunde, dann haben die nämlich gar keine Chance mehr, irgendwas zu tun. Ich bin dann gestern einfach nur noch mit meinem Goldschwert bewaffnet rausgelaufen, hab dann hier quasi angegriffen und die Hunde haben dann den Rest erledigt und dann sind sie geflohen, Leute. Also es hat auf jeden Fall echt krass gut funktioniert alles, meine Freunde, und ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht. Dementsprechend seht ihr vielleicht hier, Freunde, dass wir hier schon mal eine kleine Mauer wieder gezogen haben, denn, ganz ehrlich, meine Freunde, wir müssen die Festung komplementieren. Sprich, hier muss noch ein Turm hin, da muss noch ein Turm und hier müssen auch noch Verteidigungsanlagen hin, dass wirklich niemand die Möglichkeit hat, quasi in die Burg einzufallen. Wir können von Glück sagen, dass die Gegner gestern von vorne angegriffen haben und nicht irgendwie von hinten oder von oben kamen. Da werde ich mir auch noch was ausdenken. Ich habe aber allerdings keinen Bock, irgendwie hier so ein Glasdach drüber zu spannen über die Burg, weil das einfach super, super hässlich aussehen würde. Aber ich denke mal, vielleicht baue ich so ein Minenfeldgürtel oder ein Frühwarnsystem. Irgendwie sowas auf jeden Fall hier quasi nochmal hinter die Burg, dass wir hier oben auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit haben, Gegner aus weiter Ferne direkt zu erkennen. Ihr könnt mir da auch gerne nochmal Feedback dazu dalassen, meine Freunde, wie ihr das am liebsten hättet, beziehungsweise was ihr cool fändet. Ich habe auf jeden Fall geplant, hier nochmal einen Turm draufzupacken, der quasi so ein bisschen in den Berg verwurzelt ist.
hier nochmal einen Turm hinzuhauen und wie gesagt, hier oben nochmal einen richtig heftigen Turm hinzumachen. Ich wurde gestern von der Rebellion zum König des Nordens gewählt. Petrit ist der König der Hauptstadt, der unrechtmäßige König, so wie ich behaupten möchte, der Sklavenkönig, derjenige, der Balui gestern im Stream gefoltert hat und ihn gezwungen hat, sich seiner Armee anzuschließen. By the way, hat sich Balui im Nachgang noch befreien können und ist nun Teil der Rebellion. Und Basti und Balui, so wie der liebe Halbzwilling, wohnen jetzt auch hier in der Festung. Die drei haben hier quasi diese beiden Häuser bezogen. Hier vorne wohnen Basti und Balui und da wohnt der liebe Halbzwilling. Also ihr seht das, meine Freunde. Es ist auf jeden Fall wirklich, wirklich schön hier und es geht auf jeden Fall voran. Teilt es überall, meine Freunde. Teilt mein Wort überall unter jedem Video von Craft Attack. Hashtag für die Rebellion, meine Freunde. By the way, haben wir hier noch einen wunderschönen Teleporter in die Stadt bekommen. Sprich, wenn wir mal in die Stadt müssen, können wir uns da ganz schnell hin teleportieren, meine Freunde. Also wie gesagt, teilt mein Wort. Für die Rebellion gebe ich mein Leben, meine Freunde. Ich möchte für ein freies und gerechtes System hier wieder bei Craft Attack kämpfen. Ich hoffe, ihr findet cool, was hier gerade so abgeht. Ich habe mich echt, wie gesagt, mega über die ganzen Leute gefreut, die gestern Abend am Start gewesen, Leute. Fettes Shoutout nochmal an euch. Ich bin euch so unendlich dankbar und ich versuche jetzt einfach nochmal meine Hunde mit Zombie vielleicht zu paaren. Wenn das geht, wäre das der Killer steht und es funktioniert. Ja, los. Oh ja, meine Hundearmee wird wachsen, meine Freunde. Das ist sehr gut. Wenn die Hundearmee wächst, dann kann ich nämlich noch das Zombiefleisch an meine Hunde geben. Das ist perfekt. Cerberus. Cerberus. Und das ist Mofok, der Zerstörer. Leute, was soll ich sagen? Das war's mit dieser Folge Craft Attack. Vielen, vielen Dank nochmal für euren ganzen Support. Craft Attack wird weitergehen. Wir werden auf jeden Fall weiter für die Freiheit des Volkes kämpfen. In diesem Sinne, lasst einen Daumen hoch da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Tschüss.